Ich komme nicht durch die Katzenklappe, Flo. Ich bin zu dick. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kriege ich auch immer so viel zu fressen hier? Kommst du durch? Izzy. Versuch du es mal. Izzy, du darfst nicht die ganze Zeit die Lasagne essen. Guck. Lasagne? Hä, du kommst auch nicht durch. Sag ich doch. Hä? Bist auch zu dick geworden. Pech gehabt. Leute, erstmal hi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute sind Flo und ich kleine süße Babykatzen. Guck mal. Naja, wir sind dicke kleine Babykatzen. Aber sonst sind wir echt süß. Können wir rausgehen? Das Ding ist, die Türen sind alle verschlossen. Wir kommen halt nicht nach draußen. Was echt schade ist, denn der Garten ist so wunderschön. Und da gibt es überall Kuchen. Und ich hätte so gerne aber Kuchen. Aber Iso von der Chiso. Das Haus ist eigentlich auch ganz cool. Hä, warst du draußen? Naja, also nicht raus, aber... Dazwischen geklemmt. Ja, du kannst dich einklemmen. Oh, guck mal, da ist unsere Besitzerin. Na toll, jetzt gibt's wahrscheinlich gleich wieder Essen, oder? Hallo, wo sind denn meine kleinen süßen Kätzchen? Hier sind wir. Kriegen wir jetzt endlich Futter? Was ordentliches, bitte, und nicht wieder diese Würmer. Ich will mehr. Wollt ihr mit dem Ball spielen? So blöd, dass sie uns nicht verstehen kann, oder? Ja, na gut, sie versteht sie nicht, was wir sagen, von daher. Ja, cool. Ball-Action. Aua, Flo, du darfst die Bälle kaputt machen. Jetzt ist er kaputt. Ich suche meinen eigenen Ball. Blöd, dass wir immer so Krallen haben, oder? So macht man die eh alle kaputt. Ups, schon wieder kaputt gegangen. Wann kriegen wir jetzt endlich was zu essen? Entschuldigung. Ah, Mann, diese blöden Ballons hier auf dem Weg. Hier gibt's Essen, guck. Wo ist Essen? Hä, du isst doch keine Luftballons. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben Hunger, wir wollen was zu essen haben. Jetzt wird es aber Zeit. Kommt mit. Ja. Kekse? Kekse und Kuchen. Na toll, so kommen wir niemals hier raus. Ey, dürfen wir das eigentlich essen? Klar, wieso nicht? Wieso sollten wir das nicht essen dürfen? Oh, noch einen kleinen Snack zum Abendessen. Was ist das? Brav aufessen, sonst gibt es keinen Nachtisch. Nein, Flo, ich glaube, es sind wieder Würmer. Warte, was machst du da? Das sind echt Würmer. Warte, ich vergrab sie wieder irgendwo. Ich esse meine Würmer nicht, die kannst du essen. Ich esse die ganz sicher auch nicht. Ich vergrab die wieder hier in ihrem Schlafzimmer. Irgendwann, eines Tages wird sie denken, was machen die Würmer hier in meiner Erde, die mein Haus zerfressen? So, zack, zu, okay. Wir haben brav aufgegessen, wir waren ganz liebe und brave Katzen. Ab ins Bett, meine Kleinen. Die Omi geht jetzt schlafen. Ist es denn überhaupt schon dunkel? Ernsthaft, müssen wir jetzt schon schlafen gehen? Und von mir aus. Was ist dein Bett? Ich schlafe hier. Wir sind nachtaktive Katzen, ja, wir schlafen am Tag. Psch, psch, ich hab ne Idee. Gute Nacht, meine Kätzchen. Gute Nacht. Wünsche wie dir. Omis Nähstube betreten verboten. Flo? Meinst du, sie hat's heute aufgelassen? Meinst du, sie hat sie heute aufgelassen? Lass gucken. Eines Tages wird sie die Tür auflassen. Und? Ja! Die Tür ist offen! Sie hat's vergessen! Oh mein Gott, gut, dass die alten Omis immer so viel vergessen. Mach auf, mach auf, mach auf! Komm schon, wir müssen endlich raus hier! Ja! In die Freiheit! Oh yeah! Wie kommen wir jemals wieder zurück? Wir kommen noch niemals wieder hoch. Ah! Und durch die Katzenklappe passen wir auch nicht. Noch aber nie. Schönes Essen war richtig schlecht. Ich gehe nicht wieder zurück. Ja, du hast recht. Hier gibt's Sachen. Was gibt's hier? Zitronen. Ich esse doch keine Zitronen. Ich bin eine Katze. Was gibt's hier? Wächst hier vielleicht ein Wurm am Baum? Kirschen. Ich werde hier die Würmer gepflückt. Was ist das hier? Auberginen. Ja, wahrscheinlich hat sie die Würmer aus ihrem eigenen Garten oder sowas. Ja, das ist alles kein Katzenfutter hier. Keine Ahnung, was es ist. Aber das ist nichts, was Katzen essen können. Hier ist Kuchen. Den könnten wir uns einpacken sonst. Aber irgendwie geht das, glaube ich, nicht. Weißt du, was ich gesehen habe aus dem Fenster? Drüben, auf der anderen Seite, wohnt auch eine Katze. Da. Vielleicht hat die ja Katzenfutter übrig. Stimmt. Wollen wir stimmt. Und wir klauen das einfach. Wir klauen einfach hier Katzenfutter, genau. Vorsicht, Katze. Okay. Warte, das ist, glaube ich, eine andere was? Katze. Wie meinst du das? Eine größere. Guten Tag, was geht ab? Möchtest du... Miau, bin ich nicht süß? Ja, total, finde ich auch, oder? Siehst Nö, du eine süße du Katze? Nicht. Meinst du, dass hier irgendwo Katzenfutter steht? Oder sind wir das Katzenfutter? Ah, lauf los, es ist ein Löwe! Okay, mach so den Mist. Alles klar, lass mal weiterschauen. Hier wohnt ein Hund, aber... Was? Ah, oh mein Gott, der Opa greift mich an! Wieso das denn? Flo, wieso greift der Opa mich an? Nein! Oh mein Gott, nein! Perfekt. Was? Du bist irgendwie so eine Streunerkatze. Hä, was hat der denn da im Garten? Ich glaube, der hat ein Problem mit den Katzen. Der Sand im Garten. Oh mein Gott, was? Ah, da läuft mir so ein Mädchen hinterher. Entschuldigung, was?
Tag dachte er tatsächlich, er könnte mir wegen. Was? Jetzt greifen die sich gegenseitig an, der Opa und der Tim. Oh nein! Und das Mädchen läuft uns hinterher. Die wird uns einfangen, die hat ein Netz. Oh Gott, Hilfe, lauf! Nein, die ist direkt hinter uns. Warte, ich verstecke mich hier drin. Ich verstecke mich einfach hier. Okay, sieht sie uns? Rauskommen? Ist eine Karaoke-Bar. Ja? Du musst zur anderen Seite raus, ich verwirre sie einfach. Okay. Ja, ja. Bin hier irgendwo. Weg, komm, komm, komm. Warte, wo? Bist du noch da? Ja, ja, zurück, zurück, zurück. Zurück? Das Ding ist, ich hab ein bisschen Angst. Vielleicht hier oben lang? Hier sind die ganzen Vögel. Warte mal. Ich geh mal schauen. Hallo? Okay, es ist safe, es ist safe. Du kannst rauskommen. Ist es wirklich safe, sicher? Ja, okay, ja, ja, die ist weg. Ich hab sie gefressen. Okay, ich bin da. Du hast sie gefressen. Nein, Spaß. Du hast sie nicht gefressen. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwas zu essen finden. Siehst du irgendwo einen Supermarkt oder gibt es irgendwo ein Geschäft oder einen Laden oder sowas? Vielleicht. Wo Futter gibt? Vielleicht. Und wir können, theoretisch können wir auch die Früchte verkaufen, die wir selber geerntet haben. Ja, ich habe hier Mulberries und Feigen und Amaranth und keine Ahnung, wo ist alles. Das sind Katzen-Euros, bestimmt ganz viel Katzen-Euros wert. Whole Foods. Hier gibt es ganzes Essen? Wow. Krieg ich sonst mal aber passt doch nicht in unseren Mund dran. Oh, guck mal, sogar biologisch, natürlich und glutenfreie Kuchen gibt es 786 hier. Dollar, ich glaube, das ist ein bisschen mehr als wir haben. Oh, das ist aber sehr teuer. Naja, das merken die Leute. Guck mal, der Laden steht offen und es ist keiner da. Niemand passt auf. Melonen. Was sind hier noch? Irgendwelche organischen... Vegane Melonen. Ah, das sind Zitronen. Melonen hier? Nur 17 Dollar pro Melone. Das geht ja. Aua, hör auf mich zu schlagen. Was haben wir hier hinten? Water infused yoga-friendly. Also... Yoga-freundlicher Kopfsalat, Blattsalat gibt's hier. Warte, das ist doch was Richtiges hier für Katzen. Fleisch, Katzen essen doch Fleisch, oder? Wollen wir das essen? Warte, was ist dran? All unsere Fleischsachen sind gemacht aus 100%ig biologisch abbaubaren, ohne Gentechnik gemachten Tofu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich was lieber... Können Katzen Tofu-Fleisch essen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles so biologisch, künstlich, ja. Ich glaube, das ist aus Tofu gemachtes Fleisch. Naja, okay. Wo kriegen wir denn was Richtiges her? Wir müssen eine Maus fangen. Warte, gibt es theoretisch irgendwo... Ich muss eine Maus fressen. Ich bin ja sonst immer die Maus, aber was gibt es? Stimmt, Mäuse. Meinst du, die haben im Restaurant Mäuse auf ihrer Speisekarte? Guck mal hier! Ja, ja, das meine ich. Das habe ich gerade gesehen. So japanisch, chinesisch. Da isst man doch Mäuse, oder nicht? Ja, man isst doch keine Mäuse in Japan. Ich glaube in... Nee, ich weiß nicht, wo man Mäuse isst. Wir müssen eigentlich ein Feld finden. Aber wir können mal Hallo sagen. Hi, Ma'am. Schönen guten Tag. Jo, schönen guten Tag. Haben Sie reserviert? Ja, wir haben reserviert. Auf dem Namen, auf... Ja, der Kellner bringt Sie dann gleich nach oben. Okay, cool. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Nice! Ja. Warte mal, was? Guck mal, wie klein die ist! Ich dachte, der steht hier auf so einem Riesenpodest. Oh nein, die Arme! Okay, der Kellner kommt gleich. Ach, da ist er! Guck mal, genau. Nice! Hallo, guten Tag! Guten Abend, willkommen! Folgt mir bitte auf euren Platz. Ja, hier gibt es ja nicht so viele Plätze, oder? Was? Geh mal nach oben. Als ob da einfach so öfters Katzen reinlaufen und was bestellen. Oh, wir sehen so süß aus. Oh mein Gott, das ist so cool. Hallo, ich bin eine süße kleine Katze. Das ist unser Platz. Hier könnt ihr sitzen. Hey, hier hast du reserviert? Ich hab nie reserviert. Ich habe nur so getan. Das ist die Karte. Ach so, cool, danke schön. Wählt in Ruhe aus. Was gibt's hier? Weiß ich nicht. Warte, lass mich kurz gucken, okay? Menü-Spezial. Es gibt Foie de Char. Oh Gott, keine Ahnung, was das heißt. Es gibt Beef Roof Rabbit. Was soll das sein? Keine Ahnung. Osterhase? Keine Ahnung. Und irgendein chinesisches Filet, eine Spezialität des Hauses. Ja, das nehme ich. Das Filet? Ich glaube, dann nehme ich das Foie de Char. Aber er ist nicht da. Oh no, jetzt ist er weg. Müssen wir warten. Willst du auch nochmal reingucken? Hier da kommt er schon wieder. Oh, der ist aber schnell. Hier die Kellner hingeladen sind echt schnell. Ich will das Chinesische. Hat sie gewählt? Die China. Genau, und ich nehme das Foie de Char, wenn es geht, bitteschön. Ich hoffe, dass es gut ist. Oder was können Sie empfehlen? Küchenchef, das Essen ist aus. Was könnten wir sonst noch servieren? Oh nein, der Typ aus der Küche hat gerade hochgerufen, scheinbar. Das heißt, wir haben nichts mehr da? Ich habe hier noch zwei Katzen. Wie wäre es damit? Moment. Wie meint er das? Wir sind Katzen. Sir? Was haben Sie vor? Er hat eine Axt? Flo, lauf! Nein, er will uns servieren! Wieso werden wir immer serviert? Ah! Ich bin hier sicher.
Okay, warte, nein, weglaufen! Okay, lauf! Lauf, 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 lauf! Nein, ich will nicht gegessen werden! Ich will nicht gegessen werden, ich schon wieder! Vielleicht gibt es hier Vögel oder irgendwelche... Du meinst, wir könnten Mäuse fangen? Oder Mäuse, Ratten, wir könnten Mäuse fangen. Da hinten sind ganz große Mäuse, schau mal da! Diese Mäuse, die werde ich fressen! Mh, sehen die lecker aus und köstlich! Schau mal, da ist eine, oder? Guck mal, hier ist... Da sind ja meine kleinen Babys. Das ist eine Maus? Ganz brav und kommt zu Mami. Was? Hä, was? Mami? Wieso? Hä, das ist doch... Ist eine alte Katze? Ah! Nein, das ist eine Ratte! Flo, das ist eine Ratte! Oh mein Gott, nein, 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 sie greift mich an! Das kann doch mal eine Ratte, was so... Oh mein Gott, nein. Aua! Lass mich weg hier! Flo, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Retten Sie mich!